Herzlich willkommen zur weiteren Folge über Terminologie. Wir beginnen mit dem Tag mit dem Abschießen von den Zombies, die gerade uns nähern. Heute wollte ich noch den Hubschrauber bauen. Das beginnen wir gleich. Kommt denn der jetzt hier? Das hier ist ein Ding. Ist alles zu? Ist er hier drinnen gespawnt? Das könnte höchst sein, aber... Anders kann ich erklären. Lieber Maschinengewehr nehmen. Ein paar Schuss mehr. Aber dass kein Strom ist, wundert mich auch. Gut, holen wir mal die gelben Säcke. Dazu springen wir hier runter. Ja, normalerweise kommen die ja nicht rein. Schwache Kühe. Warum krieg ich keinen Stromschlag jetzt? Nö. Mal gucken, der Generator, der ist nämlich aus. Oben ist auch dunkel, ne? Ne, der brennt nicht. Ich habe nämlich zwei Stromkreise. Erstmal Kontrolle machen. Erstmal Brücke hoch. Und da ist noch original zugebaut. Und hier können sie nicht hoch. Normalerweise. Hier war ja auch zu. Mal weiter zu. Man kann schon sein, dass ich irgendwo durch den Keller reinkomme. Ne? Aber hier war auch zu. So. Der ist tankleer, kann man sagen. Wird da oben auch leer sein. Ja. Ja, irgendwann ist alle, ne? Gut. So, Hubschrauber. Ich habe jetzt gebaut. Die beiden Teile, also Zubehör, das Fahrwerk. Dann brauche ich, oh jetzt habe ich den Faden verloren. Mal kurz rein. Die brauchen drei Reifen. Also Batterie haben wir. Wir haben die Reifen fehlen noch. Also wir haben zwei. Okay. Reifen herstellen. Geht ja auch. Da brauchen wir
Kunststoff, Eisen, Öl, Kohle und Flasche mit Säure. Also, was haben wir? Kohle. Und haben noch einen Reifen zu liegen. Also, Ölfalle hier in der Ecke noch. Ich habe heute Nacht ein bisschen aufgeräumt. Öl auf jeden Fall. Da haben wir keine Reifen. Da! Wir haben Reifen. So, jetzt können wir uns den Trakt verbauen. Wo ist er? Ne, da fehlt noch. Klebeband. Klebeband. Hier rein. Klebern sollte kein Problem sein, dann brauchen wir im Prinzip schmutziges Wasser. Das haben wir hier. Aber nicht da. Dann haben wir das woanders. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. Das da rein. Wir nehmen erstmal unsere Fallen daraus. Die brauchen wir immer nicht. Dann brauchen wir Stoff für später Kohle. Kleber herstellen. Wir haben jetzt das. Knochen haben wir noch nicht, ja? Knochen. Das sind 10 Knochen. So. Klebehersteller, und zwar Klebewurst. Knochen. Ach, Feuer. Da geht mir halt sehr schnell. Ja, oder auch nicht ganz schnell. Auch nehmen wir eine. 30. Wischen. Deswegen können wir den, was wir nicht mehr brauchen, zurückräumen. Das Glas war hier noch zu viel. Säure, okay. Doch brauchen wir für ein Klebeband. Müsste ich eigentlich nochmal diese Kleber noch zur Verfügung haben. Aber ich habe gerade was verbraucht für die Produktion. Für die Einzelteile. Von daher könnte das schon verarbeitet worden sein. Da haben wir noch einen Reifen. Da haben wir jetzt extra ein Fach nur für Auto und etc. Ne? Also, dann nehmen wir zurück, wenn wir fertig sind. Macht jetzt 7. Wir werden jetzt herstellen, und zwar im Inventar. Oder hier. Fertigen wir ganz kurz. Machen wir dahin. Federn. So. Gleich ein bisschen nebenbei sortieren. Das hat auch ein neues Fach bekommen. Marung.
Das wollen wir hier auch rausnehmen. So, nächsten 6. Wir brauchen nämlich... Hey, ich spiele Farming. Kann ich nicht entscheiden. So. Eine Eisentür können wir auch noch bauen. Aber es kann sein, dass ich hier innen drin welche gespawnt habe. Das Dazu brauche ich kleiner Stein. Kleiner Stein. 5 Stück. Na, ist voll, das ist schlecht. Ich bin auch voll. Das wollen wir eh umräumen, ne? So. Ein bisschen Waffen, Rüstung. Das würde ich ein bisschen notieren. Dass wir da ein bisschen System reinkriegen, ne? Versuchen jedenfalls. Da wird keiner sein. Da auch nicht. Manchmal ist mal, aber in dem Fall nicht. Oh, Kunststoff. Das habe ich jetzt ein bisschen. Und Säure auch. Das haben wir es auch woanders, aber ich habe aktuell voll. Damit ich weiß ungefähr, was wir noch brauchen und haben. Ne? Also hier, das können wir auch übernehmen. Die drei sind da so einsam. Das habe ich keinen Platz. Oder Zeug, Batterien auch keinen Platz. Machete. Und da. Mods können auch woanders rein. Bisschen Zeit schinden, ne? Was heißt hier schinden? Die Säure kann hier uns rein. Was brauchen wir noch wahrscheinlich? Da Kleber. Glas. Und 30, 40. Fahrwerk. Da, Rad. Das haben wir ja schon, ne? Da. Oh. Fertige mal. Jetzt kommt ein Hubschrauber. Jetzt können wir unser rausnehmen. Ein Dock gehabt. So, aussortieren. Heißt Eisen nicht. Kunststoff. Im Grunde für Auto brauchen können, ne? Haben die Federn verarbeitet? Waren wir. Ja, obwohl Stahl kommt hier auch nicht rein. Lappen schon. Knochen werden wir uns oben links machen.
Dazu legen wir unser Klebeband dazu. Kohle und Schadpunkt war noch rein. Für ein bisschen System haben. Dann müssen wir wieder die Draht besorgen, also das ist knapp. Stock nehmen wir hier mal raus. Und Eisen hierzu. Also Klebeband ist ein ganz wichtiger Rohstoff und Eisen auch für die Talie. Ja, die Spannung steigt. Dann können wir das oben noch stauter machen. Was ich nicht möchte, ist oben einstürzen. Ne? Wo ist meine Pistole? Zack. Brauchen Beton. Zack. Dann gehen wir gleich oben bei und werten oben Beton auf. Dann haben wir das auch abgesichert. Und das ist unser Flugdeck. Mal sehen, wie das klappt mit Fliegen, ne? Ich habe deswegen hier oben mit Beton gemacht, aber das ist nur einfacher Beton. 3. Wir viel flexibler irgendwo hinzufliegen und Hauptsache ist auch schwer genug, stabil genug. Und einen Hubschrauber tragen kann, ne? Normalerweise, ja, gut im Main. Wenn der Beton hart genug ist. Aber da wird er bald ausgerüstet sein. In dem Falle. Ja, riesige Blöcke. Wenn man zwei Blöcke nimmt, da kann man ja durchlaufen. Das heißt, ist locker 2 Meter hoch, ne? Also ist zum Teil einen guten halben Meter, naja, halben Meter nicht mal. Doch, Meter. Ein Block ist 1 Meter ungefähr. Wenn man durch 2 Blöcke durchgehen kann. Die, wenn man die meisten Menschen so um die 1,80 groß sind, hätten dann Probleme, ne? Man muss ja auch dran denken, dass man viele Helme aufhaben und auch Mütze oder sowas. So. Die Pfeile absichern. Mit Eisen. Ich meine, der Druck an sich geht ja ohne Eisen. In dem Falle gehen wir mal sicher. So. Also die Fackel brennt schon Ewigkeiten. So. Jetzt holen wir den Traktorschrauber. Und dann fliegen wir noch eine Runde. Ja, da ist er. Dann werden wir es umbauen.
Wir gehen mal auf zwei Maschinengewehr. Benzin haben wir dabei. Premiere, so. Uhrzeit. Dann können wir eine Runde fliegen. Für 10 Minuten haben wir Zeit. Unser Mais ist schon gewachsen. Super Mais. So. Hoffen wir, dass es hart genug ist. Das war's, ne? Na, nicht klopfen. Fahren. Reparieren. Öffnen. Oh. Geräusche moderat. Ich glaube, wir brauchen eine Landebahn. Da müssen wir mal gucken. Das ist mir jetzt hier oben zu gefährlich zu probieren. Der rollt ja vorwärts. Dann brauchen wir eine schöne gerade Fläche. Noch nie geflogen, ne? Einmal das erste Mal. So. Mal gucken. Wird das hier gebaut? Straße wäre doch beste Option, ne? So. Oh, das ist so einfach. Ja. Irgendwas fehlt noch. Ich glaube, immer noch einen Motor einbauen, ne?
irgendwo ist das nicht logisch, ne? Kann ich mir klar. So. Wir nehmen mit, ne? So, laufen wir zurück. Ich glaube, da noch einen Motor einbauen extra. Der fliegt ja nicht ordentlich. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Der nächste Mal werden wir richtig fliegen. Sag mal, tschüss und wegen Winkel. Ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ups.